Der Wirtschaftsausblick für die Kalenderwoche 29 bei Börse Stuttgart TV. Los geht es bereits Montag früh um 4 Uhr, wenn die Zahlen zum Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal aus China auf der Agenda stehen. Hier rechnen Experten mit einem leichten Rückgang um 0,2%. Die Prognose lautet auf 7,5%. Weiter geht es am Montag um 14.30 Uhr, wenn die Einzelhandelsumsätze für den Monat Juni aus den USA auf der Agenda stehen. Hier rechnen Experten mit einem leichten Anstieg um 0,2% auf dann 0,8%. Weiter geht es am Dienstag um 11 Uhr, stehen die ZEW-Konjunkturerwartungen ins Haus. Hier rechnen Experten ebenfalls mit einem leichten Anstieg. Es wird ein Wert von 39,6 Zählern erwartet. Weiter geht es dann ebenfalls am Dienstag um 14.30 Uhr, wenn die Verbraucherpreise für den Monat Juni aus den USA auf der Agenda stehen. Die Verbraucherpreise sind insofern besonders relevant, da die Fed ihre Anleihekäufe ja direkt an die Inflationsrate koppelt. Hier erwarten Experten einen Anstieg um 0,2%.